von heute Abend auch den erstmals neu geschaffenen VfL Supercup. Damit hat er jetzt besonders ein neues Kapitel in der Baden-Württemberger Fußballgeschichte und natürlich in der Vereinsgeschichte geschrieben. Die Unterschiedszeit gab es bei den Logos einige Veränderungen im Kader. So stehen den sieben Abgängen fünf Neuzugänge gegenüber. Übrigens die gleiche Bilanz wie beim Gegner aus Wien. Die ersten sind mit 27 Erfolgen im Cup. Der Rekord-Cup-Sieger im ÖSB-Cup. Der letzte Erfolg liegt aber schon sehr lange zurück. 2009. Die Austria wurde auch 24 Mal österreichischer Meister. Zuletzt vor 3 Jahren, 2013, unter dem neuen Trainer des ersten FC Köln, Peter Schröder. Die Violetten gehen heuer mit der jüngsten Mannschaft in der Vereinsgeschichte in die neue Frühjahrsaison. 1-2. FK erstmals seit 3 Jahren wieder international. In der zweiten Runde der Europa-League-Qualifikation die Violetten dabei glücklich mit 1-0 verloren. Das Rückspiel in Tirana findet am kommenden Donnerstag statt. Die Violetten belegen sich im Vorjahr mit 59 Punkten, vorzeitig 65 zu 48 den dritten Rang. Haben aber mit Alexander Gordon 19 Tore der Meisterschaft im Schwein gehabt, ihren absoluten Profi-Torjäger verloren. Einen schönen Sonntagnachmittag. Herzlich willkommen aus dem Stadion an der Birkenwiese zum ÖFB Samsung Cup zur ersten Runde. FC Dornbirn gegen Austria Wien. Heute die Partie. Nach den tollen Heimspielen unserer Mannschaft im Vorjahr wurden wir heute mit der super Unterstützung unserer treuen Fans. Einen schönen Sonntagnachmittag, herzlich willkommen aus dem Stadion an der Birkenwiese in Dornbirn zur ersten Runde des ÖFB Samsung Cups zwischen dem FC Dornbirn und Austria Wien. Die Hausherren aus Dornbirn, die spielen heute in folgender Ausbildung. Im Tor Dominik Seiwald, wir sehen es eingeblendet, in den Verteidigungen Andreas Marlin und Geuer. Die zentralen Mittelfeldspieler mit der 28 Aaron Kircher und die 21 Christoph Domik. Auf den Außenbahnen die 15 Slobodan Mihajlovic und die 6 Fabian Hasberger. Und eine Doppelspitze im Sturm, Manuel Honig und die Nummer 18, Igo Carvalho. Trainer vom FC Dornbirn, das ist Peter Jakobetz. Und die Favoriten am heutigen Sonntagnachmittag, das ist ganz klar Austria Wien. Die Mannschaft aus der Bundesliga spielen im Tor mit der 31 Osman Hatzikic, der vergangenen Donnerstag gegen FC Kukesi bereits im Tor gespielt hat. Und da gibt es 7 Veränderungen zum Spiel am Donnerstag in der Europa League Qualifikation. Richard Wimpichler und Peter Filipovic, die Innenverteidiger auf den Außenbahnen, Salomon und De Paula, und ganz auf einen Spieler, auf den wir heute ganz besonders schauen, die 95, Neuzugang im Sturm Felipe Piris. Ja, in wenigen Augenblicken geht's also los hier am Stadion an der Birkenwiese zur ersten Runde des ÖFB Samsung Cups. Diese Partie, FC Dornbirn gegen Austria Wien, die gibt's heute nicht zum ersten Mal. Die gab's insgesamt schon 7 Mal. Ein Sieg konnten die Vorarlberger für sich einfahren bei 6 Siegen von Austria Wien und einem Unentschieden. Ja, es ist heute ein Klassenunterschied auf jeden Fall zu sehen. Wir sehen eine Mannschaft aus der Bundesliga gegen eine Mannschaft aus der Regionalliga West. Dornbirn, letzte Saison auf Platz 4 in der Regionalliga West bei 50 Punkten. Da war ganz klar Wattens eine Nummer zu groß, die mit 25 Punkten Vorsprung die Regionalliga West für sich entscheiden konnten. Die Mannschaften, die nehmen Stellung auf, und in Dornbirn, da ist man heiß, da will man alles in die Waagschale werfen, da will man heute unbedingt den großen Konkurrenten aus Wien etwas ärgern, um eine Runde weiterzuziehen im ÖFB Samsung Cup. Die Spieler, die hat man dazu, einige sind leider verletzt, einige wichtige Spieler, Franco Joppi im zentralen Mittelfeld,
eine sehr wichtige Figur bei den Dornbirnen, ebenso Fabian Platz, der im Sturm oder auch in anderen offensiven Positionen eingesetzt werden kann. Und ein ganz wichtiger, der letzte Saison ganz viele Tore erzielen konnte für den FC Dornbirn, war Philipp Hörmann, der konnte leider auch nicht spielen. Und auch sonst sind die Sorgen von Trainer Peter Jakobitz nicht gering. Manuel Honeck, den plagten diese Woche noch einige Oberschenkelprobleme. Und Aaron Kircher, der lag bis vor einigen Tagen noch mit einer leichten Angina im Bett, kann aber heute spielen. Er ist fit, auch Manuel Honeck im Kader in der Startaufstellung. Und wir werfen einen Blick auf den Schiedsrichter der heutigen Partie. Der kommt aus Salzburg, das ist Christopher Jäger, 31 Jahre jung, im zivilen Beruf Bankfilialleiter in Saalfelden, im Assistieren an den Linien Christian Riegler und Andreas Gruber, ein ganz junger Mann, 24 Jahre alt. Ja, die Austrianer, die schwören sich im Kreis noch ein auf diese Partie. Thorsten Fink hat vor dem Spiel gesagt, wir werden mit dem notwendigen Respekt ins Spiel gehen. Der FC Dornbirn wurde Vierter in der dritten Leistungsstufe. Und da ist ein Respekt durchaus notwendig. Sie sind sich der Favoritenrolle bewusst, aber sie rechnen nicht mit einem Selbstläufer. Und das darf man nicht. Der Cup, der hat bekanntlich seine ganz eigenen Gesetze. Da ist alles möglich und wir freuen uns jetzt auf mindestens 90 spannende Minuten zwischen dem FC Mohren Dornbirn und Austria Wien aus der österreichischen Bundesliga. Marco Kwasin erwartet auf den Anstoß. Das hat sich ja diese Saison geändert. Der Anstoß darf nach hinten gespielt werden. Raphael Holzhauser, heute Kapitän, war gerade im Ball. Und das ist der Neuzugang, die 95, Felipe Pires, der ausgeliehen wurde von TSG Hoffenheim aus der deutschen Bundesliga. Beim FC Dortmund, wie gesagt, 7 Veränderungen zum vergangenen Spiel am Donnerstag gegen FC Kukeci aus Albanien, wo man 1:0 gewinnen konnte in der zweiten Qualifikationsrunde für die UEFA Europa League. Trainer Thorsten Fink hat einen großen Kader, den setzt er heute ein. Filipovic mit einem langen Ball auf David De Paula, der kann den, ja leider, Roman Spirik kommt dazwischen, schirmt den Ball sensationell ab, sehr abgebrüht, ein junger Mann, 18 Jahre alt, aus dem Fürstentum Liechtenstein, vom FC Vaduz in die Regionalliga nach Österreich gewechselt. Und wir sehen Dominik Seiwald, den Kapitän des FC Dornbirn, Torhüter, 30 Jahre alt, hat einiges an Erfahrung, war lange Zeit beim Vorarlberger Bundesligisten SC Altach engagiert, als zweiter Tormann in der Bundesliga, dann als dritter Tormann und seit einiger Zeit nun beim FC Dornbirn ein Führungsspieler, ein Kapitän, sein ehemaliger Trainer Peter Jakobitz, der auch heute sein Trainer beim FC Dornbirn ist. Der hat ihn mitgenommen, wie viele andere Spieler, Lukas Allgäuer, Marc Kühne, Aaron Kircher, alle spielten sie schon für Altach in der Bundesliga. So, Manuel Honeck am Ball auf der rechten Außenseite und ein Feldpass von Lukas Allgäuer zu Raphael Holzhauser, der hat die Klasse und Roy Kehrt legt ab, aber Marc Kühne kommt dazwischen. Ein Befreiungsschlag. Und dieser Mann hier, das ist der Neuzugang für die Dornbirner. Igor Carvalho, ein Brasilianer. 25 Jahre alt. Vom FC Langeneck, einem Bregenzer Wälder Verein, nach Dornbirn in die Messestadt gewechselt. Oh, Holzhauser schwierig mit einem Feldpass, aber Andreas Amalin kann klären, ebenfalls aus Liechtenstein. Zwei Liechtensteiner also heute im Kader der Dornbirner. Und ein Feldpass von Roman Spirik an Felipe Pires. Ismail Taichuri kann aber sich im 16-Meter-Raum nicht durchsetzen. Und Marc Kühne klärt das sehr gut. Ja, viel los ist heute nicht im Stadion an der Birkenwiese. Man hat sich durchaus einige mehr Zuschauer erhofft. Die sind heute leider ausgeblieben, trotz dieses Hammerloses
eigentlich eines der schwersten Lose, das man kriegen kann, meinte Trainer Peter Jakobetz vor dem Spiel. Der österreichische Rekord-Cup-Sieger Austria Wien heute also zu Gast. Viel schwieriger kann es ein Regionalligist nicht treffen bei der Cup-Auslosung. Windbichler auf Filipovic, der bereits vergangenen Donnerstag in der Innenverteidigung gegen FC Kukesi gespielt hat. Da konnte man 1:0 gewinnen gegen den albanischen Erstligisten. Im Ernst-Happel-Stadion nächste Woche Donnerstag dann das Rückspiel und da sollte nochmal ein Sieger, dann steigt man in die dritte Qualifikationsrunde auf. Heute aber Samsung Cup, erste Runde Österreich. Eine Überraschung gab es bisher, der WRC, der ist ausgeschieden. Ein Bundesligist hat es also schon getroffen. Die haben beim ASK Ebreichsdorf von der Regionalliga Ost eine 1:0 Niederlage hinstecken müssen. Aber sonst sind alle Bundesligisten eine Runde weiter. Heute Vormittag gab es bereits ein Spiel, ein paar Kilometer entfernt von hier beim Dornbirner Sportverein. Da konnte Admira Wacker-Mödling mit 4:1 gewinnen. Und heute Nachmittag, also die große Partie zwischen zwei Traditionsclubs, kann man sagen. Den Rothosen aus Dornbirn und den Veilchen aus Wien. Roy Kehrt am Ball, aber keine Anspielstation macht sie auf. Ja, Fehlpass jetzt von Kehrt und jetzt muss es schnell gehen. Slobodan Mihajlovic am Ball für Dornbirn. Oh, wird abgefälscht, aber der Ball kommt zu Allgäuer. Der raus auf Honeck und wieder zurück auf Allgäuer, die Mitte. Ja. Ball war noch im Feld. Hacikic hält und rollt gleich zu Holzhauser, der jetzt einen Gegenzug einleiten kann. Und Taichuri jetzt am Ball. Der ist schnell, der hat ein gutes Ballgefühl, eine gute Technik. Und jetzt spielt er den Ball ins Aus. Zu früh gelobt, den jungen Österreich-Libyer. Doppelstaatsbürgerschaft seit kurzem, ist also spielberechtigt für die österreichische U21-Nationalmannschaft. Ja, Aaron Kirchhoff und Onjen Vukojevic klatschen sie ab. War wohl nicht so schlimm. Christopher Jäger, Schiedsrichter, hat heute trotzdem gepfiffen. Ein schwacher Freistoß von Kircher. Aber der Ball wieder zurück bei den Hausherren. Pfeifer abseits. Linienrichter Andreas Gruber zeigt es ihm an. Im zentralen Mittelfeld mit Holzhauser und die Außenverteidiger, die stehen ganz hoch bei den Veilchen. David de Paula und auch auf der linken Seite, ganz weit vorne, fast an der Abseitsgrenze. Man muss die Dornbirner unter Druck setzen. Es sind zwei Klassen Unterschied und da muss man offensiv spielen, da muss man die Klasse beweisen, auch der Einzelspieler, auch im Team. Roy Kehrt allerdings jetzt mit einem schwachen Pass auf David de Paula. Kopfballduell gewonnen von Carvalho. Und Aaron Kehrt mit dem sensationellen Ball auf die rechte Seite. So, Manuel Honeck, der ist schnell, der hat ihn. Und jetzt muss die Flanke. Ja, keiner in der Mitte, aber schade. Schade, Carvalho lässt in die Mitte durch, aber da steht keiner. Hasberger kommt nicht nach. Und da hat man es als Einzelspitze dann relativ schwierig, wenn kein anderer in der Mitte steht. War aber ein guter Angriffsversuch und eine sensationelle Balleröffnung von Kircher, der das Auge hat, der auch schon höher gespielt hat. Zweite Liga, wie gesagt, bei SR Altach war er aktiv.
geht es über die linke Seite. Spierig im Nachtasten hat er den Ball und Christoph Domik jetzt im Zentrum. Zurück auf Spierig. Schöner Doppelpass mit Michailovic. Oh, und das macht er gut, Carvalho. Der Brasilianer. Vukojevic jetzt am Ball. Pires kommt etwas weiter vor und Hasberger weiß sich nur noch mit einem Foul zu helfen gegen den Neuzugang, der am Donnerstag in der Qualifikation für die Europa League das 1:0, den einzigen Treffer da erzielen konnte. Schauen wir, ob er heute einen nachlegen kann. Man hält große Stücke auf ihn. Holzhauser steht am Ball. Ja. Seibald stellt die Mauer ein. Der Holzhauser wird es versuchen. Ja, mit einem guten Schuss. Und Seibald kann gerade noch klären. Ein Aufsetzer nicht fein für den Tormann. Und wir sehen den ersten Eckball in diesem Spiel. Und hier nochmal der Freistoß. Ja, da hat Seibald schon Mühe. Kann ihn aber zur Ecke klären und Holzhauser jetzt wieder am Cornerfähnchen. Bringt ihn in die Mitte. Da gibt's keine klare Absprache in der Defensive im Zentrum der Vorarlberger. Und wieder ein weiter Ball ins Aus. Heute als Stadion im Einsatz unsere 8. Letzte Runde. Da geht es jetzt zweit auf den Kopfball und dann landet der Ball bei Windbichler. Bieris zurück auf Holzhauser. Wiederum ein Fehlpass. Ein Pass ins Aus, die häufen sich. Das sollte nicht sein bei einem Verein, der als Favorit auf diesen Cup-Sieg zählt und in der ersten Runde unbedingt weiterkommen will. Raphael Holzhauser war sich auch vor dem Spiel sicher, für die Austria ist es immer ein Ziel, den Cup zu gewinnen. Und da muss man diese Hürde, FC Dornbirn, überwinden, aber Dornbirn wird es ihnen nicht leicht machen. Die wollen einen Cupfight hier erzwingen. Kehrt auf der rechten Seite, zurück auf Taichuri. Kommt am Ball, zurück auf Kehrt. De Paula hilft und holt es aus dem Zentrum. Auf Marco Kwasina. Ein ganz junger Mann, 19 Jahre alt, aber bereits seit 2 Jahren im Kader der Profis. War zuvor bei der Austria Wien 2 bei den Amateuren beschäftigt. Seit 2014 darf er aber in der Bundesliga mitkicken. So, Seibald mit dem hohen Ball in die Offensive. Hasberger, der auf beiden Seiten zu finden ist, aber jetzt Domik. Und Spiel auf die linke Seite verlagert. Und Carvalho steht im Abseits.
Ja, dieses Spiel, dieses Cup-Spiel, das gab es vor knapp 4 Jahren schon mal. Und da war es in der zweiten Runde des ÖFB-Cups. Ebenso hier in Dornbirn, damals noch Trainer bei Austria Wien, Peter Stöger, der jetzt beim 1. FC Köln aktiv ist. Und jetzt ein Jury im 16er setzt sich durch. Zurück auf Holzhauser. Die beiden spielen Karzo Maus mit den Vorarlbergern. Ja, dieses Spiel gab es, wie gesagt, vor knapp 4 Jahren. Seiberl-Hint. Damals ein knapper 2:3 Auswärtserfolg für die Veilchen aus Wien. Manuel Ortlechner konnte erst in der 84. Minute den Sieg fixieren, nachdem man bereits nach 3 Minuten mit 1:0 hinten lag. Ein Torschütze vom damaligen Spiel ist heute noch auf dem Feld und das ist Manuel Honeck, der traf zum zwischenzeitlichen 2:2 für die Dornbirner. Manuel Ortlechner nicht mehr dabei bei Austria Wien und ebenso Roland Linz, der damals Doppeltorschütze war. Aber wir konzentrieren uns aufs heutige Spiel. Knapp 15 Minuten sind gespielt, die Veilchen ganz klar überlegen. Aber die Dornbirner, die müssen sich nicht verstecken. Es sind noch zu viele Fehlpässe dabei. Vor allem von Roy Kehrt. Immer wieder ein Ball, der ins Aus geht. Er ist neu im Spiel, hat am Donnerstag nicht gespielt. Dornbirn hatte letzte Woche schon ein Spiel unter der Woche, und zwar den Vorarlberger Supercup. Da gab es einen Sieg in einem Elfmeterschießen gegen Hohenems. Da spielt immer Cup-Sieger aus dem Bundesland gegen den Meister aus der Vorarlberg-Liga. Und Dornbirn spielt heute unverändert. Carvalho steht auf, kann weitermachen. Ein Schritt rechts, ein Schritt links, Eingriff ans Knie, geht weiter. Und Tomik, Mihailovic und Kircher knobeln sie aus, so schaut es aus. Alle drei gute Schützen. Aber Kircher darf. Aber kein Problem. Für Hatzikic, der Robert Eimer nach wie vor ersetzt. War zu zentral, kein Problem für den 20-jährigen Torhüter der Wiener Austria. Vukojevic hat Platz, könnte bei Meter laufen, entscheidet sich aber für den Ball auf Windbichler. Und der mit dem Ball in die Tiefe auf Kvasina, der bleibt dran und das ist es. Das ist das 1:0 für die Veilchen, 17. Spielminute, sensationeller Pass in die Tiefe. Und dann weiß Kvasina sich durchzusetzen im 16-Meter-Raum und schiebt eiskalt ins linke Eck. Ja, die Freude verhalten bei den Veilchen. Die 17. Spielminute, wir haben einen neuen Spielstand. Es steht 1:0 für die Wiener Austria. Die Gäste also gehen in Führung. Und hier der schöne Pass in die Mitte. Da stellt sich Malin stellt sich schlecht an und dann hat Seiwald keine Chance. Da verlädt er ihn, da sieht man die Klasse, die so ein Bundesliga-Kicker im Gegensatz zu einem Regionalspieler halt doch hat. Sehr schön ins linke Eck gezirkelt. Ja, für die Dornbirner wird es jetzt nicht leichter. Für die Austria etwas feiner, wenn er ein Tor in Front liegt und Carvalho liegt schon wieder am Boden. Schiedsrichter Jäger unterbricht das Spiel. Aber er kann auch jetzt wieder aufstehen mit der Hilfe von Filipovic, Peter Filipovic. 2016, jetzt im Sommer gewechselt von der SV Ried zu den Veilchen. Und
Kircher kommt dazwischen. Hat den Ball vor Pires. Mit Seitenwechsel auf Roman Spirik. Slobodan Michailovic, der weiß, in der Mitte durchzusetzen. Kircher, ah, schade, kommt nicht an. Aber Michailovic auf Carvalho. Und Carvalho trifft nur den Torwart, der regt sich auch auf. Er erwischt ihn an den Händen, an den knallbunten Handschuhen. Schöner Pass von Spirik, der da den Ball irgendwie von Michailovic, der den Ball irgendwie durchspitzen kann, aber Carvalho kommt nicht mehr dran. De Paula auf der rechten Seite jetzt zurück auf Richard Windbichler. Eine fixe Größe in der Innenverteidigung der Austria. Ja, die Dornbirner, die wollen nicht zu früh attackieren. Die stehen sehr tief. Einzig Carvalho in der gegnerischen Hälfte. Alle anderen sehr weit hinten drinnen. Aber so eine Seitenverlagerung, die klappt. Und quasi, er kommt wieder zum Kopfball. Aber vorbei, Eis bleibt Abstoß. Zurück auf Seiwald. Und jetzt hilft nur der Ball nach vorne. Aber der Bauler dazwischen bekommt ihn. Und die Auswehr wieder mit dem Spielaufbau. Im Zentrum sind sie stark. Ja, der Plan von Dornbirn, lange die Null zu halten, der ging leider nicht auf nach 17 Spielminuten. Das 1:0 durch Marco Kwasina. Ich habe vor dem Spiel noch mit Dominik Seiwald gesprochen. Da hat er gesagt, sie wollen unbedingt so lange wie möglich die Null zu halten. Sie werden alles reinlegen in dieses Spiel. Und wie es dann aber ausgeht, das entscheidet die Austria. Also die Dornbirner sind sich durchaus bewusst über den Klassenunterschied, den wir hier heute sehen. Und die wollen die minimale Chance, die sie haben, nutzen. Dazu braucht es aber jetzt noch mindestens ein Tor, um in die Verlängerung zu kommen. Es ist aber noch genügend Zeit. Etwas mehr als 21 Minuten sind gespielt. Taichouri auf der rechten Seite mit einem Übersteiger kommt vorbei an Spirik in die Mitte, aber Kühne dazwischen. Auf Pires. Zurück. Und wieder Taichouri auf rechts. Boah, schön. Auf De Paula gespielt. Sie stellen es gut zu, die Dornbirner. Gibt nicht viele Möglichkeiten, auf der Seite durchzukommen. Der Versuch wieder über Pires und wieder übers Zentrum. Ja, Kircher mit dem Foul. Macht er klug, der Brasilianer. Holzhauser schnell ausgeführt auf die rechte Seite. David de Paula am Ball. Und Eckball Spirik klärt zur Ecke. Holzhauser am Corner. Der Jury bietet ihm die kurze Ecke an. Wird er sich für die kurze oder die Hereingabe in die Mitte entscheiden? Ja, so ist es. Auf Berichts. Ball kommt nicht gut. Und es geht wieder zurück. Holzhauser probiert es wieder. Allgäuer kommt dazwischen.
Sie haben genügend Zeit in der Mitte. Da geht es meistens. Auf der linken Seite kommen sie ebenso oft durch. Über rechts geht fast gar nichts. Vukojevic am Ball. Wieder auf Windbichler. Die Dombeder stehen richtig tief. Einzig Cavallo bleibt an der Mittellinie. So, jetzt nächster Versuch über rechts. Taichuri, nein, wieder zurück. Auf Windbichler. Sie kommen nicht durch. Sie stellen es richtig gut zu, die Vorarlberger. Die machen das klug. Da hat Peter Jakobitz das Defensivverhalten gut eingeschult mit den jungen Spielern. Auf Pires, dreht ebenso wieder ab. Nächster Versuch über links, schöner Ball in die Tiefe. Aber Allgäuer läuft Thomas Salamander ab, kommt nicht an den Ball. Es bleibt beim Abstoß. Schwierig auf der linken Seite, aber Windbichler vor ihm am Ball. Neuer Angriffsversuch aus Wien. Über Roy Kehrt. Und einer, der ganz oft am Ball ist, Richard Windbichler, einige Ballkontakte. Vukojevic mit dem langen Ball auf die linke Seite. Und neuer Versuch. Wieder Richard Windbichler. Mit dem Ball in die Tiefe. Spiri kommt dazwischen. Eckball aus Wien. Dritter Eckball im Spiel, dritter für Austria Wien. Und jetzt darf Taichuri versuchen, nach den beiden Versuchen von Holzhauser, der jetzt in der Mitte im 5-Meter-Raum steht. Aber Kühne kommt dazwischen und Jäger pfeift ab. Manuel Honig holt sich die Bälle weit hinten, aber ein ganz schlechter Pass von Lukas Allgäuer. Über die linke Seite. Thomas Salamon in die Mitte. Kühne rutscht weg, aber Marlin kann klären. Und wieder ein Ball ins Nichts der Vorarlberger. Die können zurzeit nur den Ball hoch rausspielen und sind mit Verteidigen beschäftigt. Austria Wien ist stark, das wissen wir. Und die Dornbirner, die stehen mit zwei Viererketten hinten drinnen, versuchen alles abzuwehren, was kommt. Klappt teilweise ganz gut. Wieder Richie Wippichler. Auf Peter Filipovic. Taichuri am ersten vorbei, am zweiten vorbei und der kann ihn noch einfach faul stoppen. Christoph Domik kommt zu spät, da ist ihm zu schnell. Hier sieht man ein schönes Beinstellen
und Freistoß für die Veilchen. Holzhauser spielt kurz auf der Churi. Dreht ab auf die Bauler. Der mit der Flanke in die Mitte. Ah. Schade, kommt da nicht an den Ball. Und Honig deckt den Ball ab zum Abstoß. Richard Windbichler war das mit dem Kopfball. Scheitert ist. Deutlich vorbei am Tor. Roy Kehrt, gut gemacht von Marlin. Kein Foul. Dennoch Ballverlust wieder. Und jetzt attackiert Allgäuer Holzhauser. Der Ball aber schon wieder bei der Paula. Wieder ein Ball in die Tiefe. Ah, diesen kann quasi da nicht verwerten. Gute Chance, super Ball von Raphael Holzhauser auf Marco Quasi. Und jetzt Roy Kehrt, zweite Chance. 2:0. 30 Minuten gespielt, Austria Wien erhöht auf 2:0. Roy Kehrt mit dem Treffer. Ein super Ball war das in die Tiefe. Ja, ganz verhalten. Gehen Sie zurück. 2:0. Ein bis jetzt feiner Stand nach 30 gespielten Minuten. Kehrt behauptet sich da super gegen Marc Kühne. Und dann ins lange Eck. Seiwald wiederum keine Chance. Kann man ihm nichts vorwerfen. Da sind sie einfach stark, die Veilchen. Und da haben sie auch gute Spieler drinnen, die in so einer Situation wissen, wo es durchsteht. Es steht 2:0 für Austria Wien. Jetzt wird es schwer für die Dornbirner. Jetzt wird es richtig, richtig schwer. Das haben sie sich natürlich nicht erwünscht. Man wollte lange die 0 halten. Jetzt steht es nach 30 gespielten Minuten 2:0 für die Gäste. Sie machen es gut hinten drin, aber es kommt halt immer wieder mal ein Ball durch. Und dann ist einer von den offensiv starken Leuten der Veilchen da. Und Seiwald konnte sich bis jetzt noch nicht ausseihen. Ihm ist nicht vorzuwerfen bei den Toren, aber bis jetzt noch keine großartige Tat vom 30-jährigen Steirer, der schon seit vielen Jahren in Vorarlberg ist. So, de Paula will Marlin den Ball durch die Beine schieben, der realisiert das aber und macht das Ganze ganz gut. Und es geht wieder bei Richard Windbichler, der gefällt mir sehr gut heute. Hat viele Bälle, verteilt sie ganz gut im Mittelfeld von hinten raus. Und wieder Kehrt auf die linke Seite. Thomas Salamon am Ball. So, jetzt darf Filipovic mal sich als Ballverteiler von hinten raus versuchen. Aber die Dornbirner erklären und wieder der Superball von Kircher auf Slobodan Mihajlovic. Der steckt ihn wiederum gut durch auf Carvalho. Der kommt allerdings zu spät und Hatzikic ist da. Austria macht das ganz souverän heute. Spielen ruhig von hinten raus. Warten, bis sich eine Lücke öffnet. Und wenn sie da ist, dann nutzen sie sie. Aber es sind, schleichen sich auch immer mehr Fehlpässe rein. Carvalho mit dem Foul zu stoppen. Und der schnell ausgeführte Freistoß. Ja, da dreht er sich super um den Ball.
Und jetzt über die rechte Seite, aber da kommt ja Filipovic, klärt zur Ecke. Erste Ecke, FC Dornbirn. Und die haben Geduld. So, Aaron Kircher legt sich den Ball zurecht, wird ihn in die Mitte bringen. So schaut's aus. Einmal tief durchatmen. Ball kommt weiter. Haasberger macht das gut. Oh, der Versuch von Christoph Domik, aber weit am Gehäuse von Osman Hatzikic vorbei. So weit, dass sogar eingeworfen werden muss. Ja, die Dornbirner, die haben einen Pokal gebastelt. Den hätten sie gern. Schaut schlecht aus, aber wir haben noch lange genug zu spielen. Da muss aber in der Vorwärtsbewegung deutlich mehr kommen. Carvalho sieht man, dass er bemüht ist. Aber es ist schwer für ihn. Gegen Wimpichler und Filipovic, die hinten drin sehr gut stehen. Machen beide ein super Spiel bis jetzt. Aaron Kircher behauptet sich wiederum. Und Honeck mit dem Kopfball. Ja, schade. Geht vorbei. Visier noch nicht ganz eingestellt. Bei den Vorarlbergern. Manuel Honeck, wie gesagt, der letzte Torschütze für die Dornbirner im ÖFB Samsung Cup. Ebenso wie heute gegen Austria Wien. Vor knapp 4 Jahren, als die Dornbirner in der zweiten Runde die Veilchen zu Gast hatten und mit 2:3 knapp ausschieden. Wieder quasi am Ball. Und Salomon mit der Flanke in die Mitte, kommt die Paula ran. Ja, macht das gut. Okay, hat dieses, Verzeihung, und er hört auf 3:0. Jetzt wird es dann schwierig für die Dornbirner. Es war schwierig, aber 3:0 nach 37 Spielminuten. Das ist schwierig. Roy Kehrt nimmt den Ball schön an. Weite Flanke von Salomon. Oh, Kehrt macht das gut. Und dann schließt er mit links, diesmal ins kurze Eck ab. Seiwald wiederum. Ohne Chance auf diesen Ball. Ja, das macht er gut. Schöne Flanke, kommt etwas weit, aber Kehrt riecht das und geht ein paar Schritte zurück und dann verwandelt er eiskalt zum 0:3. Es schaut auch so aus, dass es hier keine Überraschung geben wird. Es war noch früh für ein Resümee nach 37 gespielten Minuten, aber 3:0 Führung für eine Bundesligamannschaft spricht für sich. Die machen es klug, die Dornbirner sind bemüht, aber bisher ohne große Chance auf irgendeine nennenswerte Chance. Isi Taichuri mit seinem Pflichtspieldebüt für die Veilchen war davor ausgeliehen an den Vorarlberger Bundesligisten, an SC Altach. Kaufoption wurde nicht gezogen. Zurück bei Austria Wien. Ihm gefällt es sehr gut da. Hofft natürlich auf viele Minuten. Hat viele schöne Aktionen in der Bundesliga und auch in der zweiten Liga beim SC Altach gezeigt. Und jetzt will er sich bei der Mannschaft aus Wien Favoriten beweisen. Es ist ein Klassenunterschied, was das Spielniveau angeht, aber auch was die Heimatorte der Mannschaften. Da ist Carvalho, Honeck in die Mitte, aber Windbichler abgebrüht. Sehr gut macht er das. Ja, wie gesagt, Unterschied, was die Spiel, das Spielniveau angeht, aber auch
die Orte, an denen die beiden Mannschaften herkommen. Dornbirn, die größte Stadt Vorarlbergs mit 48.000 Einwohnern. Wien-Favoriten, Sie wissen es. 10. Wiener Gemeindebezirk, 190.000 Einwohner, also fast viermal so groß. Regionalliga gegen Bundesliga, genau so schaut es aus, 0-3 nach 39 gespielten Minuten. Und schön durchgesteckt von Cavallo. Honig kann sich nicht behaupten, nicht Honig war es, Allgäuer war es. Und jetzt weiß ich, die Austria nur noch mit einem langen Ball zu Dominik Seiwald zu helfen. Zwei sehr junge Mannschaften heute, Durchschnittsalter bei den Dornbirnern 21 Jahren und bei den Austrianern sind es knapp 24 Jahre im Kader. Also zwei ganz junge Teams. Einzig Torhüter Seiwald bei Dornbirn ist 30-jährig. Sonst fast nur U23-Spielern, einige gibt es. Aaron Kircher, Christoph Domik, Manuel Honig und auch Cavalier, der Stürmer, die etwas älter sind. Ansonsten 18, 17, 19 Jahre. Ganz eine junge Truppe, aber es sind Superkicker dabei. In der Regionalliga waren sie letzte Saison auf Platz 4. Sind im Amateurbereich sicherlich die beste Mannschaft im Vorarlberger Bundesland. Haben mit Peter Jakob jetzt auch einen Trainer, der nicht schnell zufrieden ist. Der will immer mehr erreichen. Der macht seine Arbeit ganz gut. Viele junge Spieler, die in höheren Ligen spielen können und auch in Dornbirn, in der Regionalliga und in anderen Teams Fuß fassen. So ein Trainer ist sehr wertvoll für so ein Team in der Regionalliga. Aber wie gesagt, auch die Austria aus Wien, eine junge Truppe. Abstoß bei Hadžikić. Ersatzmann für Robert Almer. Jahre jung, der Mann im neongelben Trikot. Spielt auch in der Europa League zurzeit. Roy Kehrt sehen wir hier den Doppeltorschützen zum 2 und zum 3:0. Wieder am Ball. Hatte am Anfang dieser Partie etwas Schwierigkeiten, einige Fehlpässe, aber oh, mit zwei Toren kann man sagen, er hat ins Spiel gefunden. Es geht wieder über Richard Wimmich. Verteilt die Bälle hinten, macht das ganz gut. Klasse Partie. Und da hat er viel Platz auf der linken Seite, Thomas Salomon. Und wieder Kehrer kommt nicht an den Ball. Marlin dazwischen. Holzhauser auf Kehrt, steckt durch, aber Marlin vor ihm am Ball. Allgäuer zurück auf Honig. Gelernter Stürmer, sehr defensiv heute. Hat auch einige Jahre im Profifußball hinter sich. Austria-Lustenau und SC Altach waren seine Stationen. Zweite österreichische Liga hat er gespielt. Jetzt spielt er in der Regionalliga. Seit einigen Jahren. Holzhauser mit einem Ball ins Aus.
Schild der Pauler sehen wir hier. Seit 2 Jahren. Beide Austria kamen vom WAC in die Hauptstadt. Oh, die Dornbirn-Fans, die sind etwas leiser geworden. Man hört fast nur noch die mitgereisten Fans aus Wien. Einwurf der Pauler. Eine ganz klar überlegene Leistung der Austria Wien. Sie sind die überlegene Mannschaft, sie sind die Favoriten. Sie waren die Favoriten mit einer Führung von 3:0. Dornbirn ist bemüht, versucht viel, steht sehr defensiv. Nach vorne geht wenig, wenn, dann ist immer Endstation bei einem der beiden Innenverteidiger. Sie bemühen sich, aber es läuft nicht viel und Schiedsrichter Jäger pfeift zur Pause. Halbzeitstand. FC Mohren Dornbirn aus Wien 0:3. 15 Minuten durchschnaufen für die beiden Mannschaften, für die 22 Kicker und auch für uns. In 15 Minuten geht's weiter. Zweite Halbzeit dann. FC Dornbirn aus Wien. Halbzeitstand 0:3. Einen schönen Sonntagnachmittag, herzlich willkommen aus dem Stadion an der Birkenwiese zum ÖFB Samsung Cup zur ersten Runde. FC Dornbirn gegen Austria Wien heute die Partie. Einen schönen Sonntagnachmittag, herzlich willkommen aus dem Stadion an der Birkenwiese in Dornbirn zur ersten Runde des ÖFB Samsung Cups zwischen dem FC Dornbirn und Austria Wien. Die Hausherren aus Dornbirn, die spielen heute in folgender Ausbildung. Im Tor Dominik Seiwald, wir sehen es eingeblendet, in den Innenverteidigung Andreas Marlin und Geuer. Die zentralen Mittelfeldspieler mit der 28 Aaron Kircher und die 21 Christoph Domik. Auf den Außenbahnen die 15 Slobodan Mihajlovic und die 6 Fabian Hasberger. Und eine Doppelspitze im Sturm, Manuel Honig und
die Nummer 18, Igor Carvalho. Trainer vom FC Dornbirn, das ist Peter Jakobetz. Und die Favoriten am heutigen Sonntagnachmittag, das ist ganz klar Austria Wien. Die Mannschaft aus der Bundesliga spielen im Tor mit der 31 Osman Hatzikic, der vergangenen Donnerstag gegen FC Kukeci bereits im Tor gespielt hat. Und da gibt es 7 Veränderungen zum Spiel am Donnerstag in der Europa League Qualifikation. Richard Wimpichler und Peter Filipovic, die Innenverteidiger auf den Außenbahnen, Salomon und De Paula, und ganz auf einen Spieler, auf den wir heute ganz besonders schauen, die 95, Neuzugang im Sturm, Felipe Pires. Einen schönen Sonntagnachmittag, herzlich willkommen aus dem Stadion an der Birkenwiese zum ÖFB Samsung Cup zur ersten Runde. FC Dornbirn gegen Austria Wien heute die Partie. Thank you.
Einen schönen Sonntagnachmittag, herzlich willkommen aus dem Stadion an der Birkenwiese in Dornbirn zur ersten Runde des ÖFB Samsung Cups zwischen dem FC Dornbirn und Austria Wien. Die Hausherren aus Dornbirn, die spielen heute in folgender Ausbildung. Im Tor Dominik Seiwald, wir sehen es eingeblendet, in den Verteidigungen Andreas Marlin und Geuer. Die zentralen Mittelfeldspieler mit der 28 Aaron Kircher und die 21 Christoph Domik. Auf den Außenbahnen die 15 Slobodan Mihajlovic und die 6 Fabian Hasberger. Und eine Doppelspitze im Sturm Manuel Honig und die Nummer 18 Igo Carvalho. Trainer vom FC Dornbirn, das ist Peter Jakobetz. Und die Favoriten am heutigen Sonntagnachmittag, das ist ganz klar Austria Wien. Die Mannschaft aus der Bundesliga spielen im Tor mit der 31 Osman Hatzikic, der vergangenen Donnerstag gegen FC Kukeci bereits im Tor gespielt hat. Und da gibt es 7 Veränderungen zum Spiel am Donnerstag in der Europa. Eine Info noch nach dem Spiel findet ein Lämmerschuppenstart, also selbst in der Vier und Nützlich. Und heute sieht vor 9 Tagen auch den erstmals neu geschaffenen AFV Supercup. Damit hat er jetzt noch wieder ein neues Kapitel in der Veranstaltung Fußballgeschichte und natürlich in der Vereinsgeschichte geschickt. In der Unterschiedszeit gab es bei den Logos einige Veränderungen im Kader. So stehen den 7 Abgängen 5 Neuzugänge gegenüber. Übrigens, die gleiche Bilanz. Die ersten sind die 27 Erfolge im Cup. Der Rekord-Cup-Sieger im ÖFB-Cup. Der letzte Erfolg liegt aber schon sehr lange zurück. 2009. Die Austria wurde auch 24 Mal österreichischer Meister. Zuletzt vor 3 Jahren, 2013, unter dem neuen Trainer des ersten FC Köln, Peter Schröder. Die Violetten gehen heuer mit der jüngsten Mannschaft in der Vereinsgeschichte in die neue Bundesliga-Saison. 1-2. 1-2. FK erstmals seit 3 Jahren wieder international. In der zweiten Runde der Europa-League-Qualifikation sieht er die Violetten dabei glücklich in 1-0 vor. Das Rückspiel in Tirana findet am kommenden Donnerstag statt. Die Violetten verletzen sich vorher mit 59 Punkten vorzeitig 65 zu 48. Den dritten Rang, haben aber mit Alexander Dordron 19 Tore der Meisterschaft im zweiten Cup ihren absoluten Vorjäger verloren. Im Samsung Cup scheiterten die Einen schönen Sonntagnachmittag, herzlich willkommen aus dem Stadion an der Birkenwiese zum ÖFB Samsung Cup zur ersten Runde. FC Dornbirn gegen Austria Wien heute die Partie. Einen schönen Sonntagnachmittag, herzlich willkommen aus dem Stadion an der Birkenwiese in Dornbirn zur ersten Runde des ÖFB Samsung Cups zwischen dem FC Dornbirn und Austria Wien. Die Hausherren aus Dornbirn, die spielen heute in folgender Ausbildung. Im Tor Dominik Seiwald, wir sehen es eingeblendet, in den Verteidigungen Andreas Marlin und Geuer. Die zentralen Mittelfeldspieler mit der 28 Aaron Kircher und die 21 Christoph Domik. Auf den Außenbahnen die 15 Slobodan Mihajlovic und die 6 Fabian Hasberger. Und eine Doppelspitze im Sturm Manuel Honig und die Nummer 18 Igo Carvalho. Trainer vom FC Dornbirn, das ist Peter Jakobetz. Und die Favoriten am heutigen Sonntagnachmittag, das ist ganz klar Austria Wien. Die Mannschaft aus der Bundesliga spielen im Tor mit der 31 Osman Hatzikic, der vergangenen Donnerstag gegen FC Kukeci bereits im Tor gespielt hat. Und da gibt es 7 Veränderungen zum Spiel am Donnerstag in der Europa League Qualifikation. Richard Wimpichler und Peter Filipovic, die Innenverteidiger auf den Außenbahnen Salomon und De Paula und ganz auf einen Spieler, auf den wir heute ganz besonders schauen, die 95 Neuzugang im Sturm Felipe Pires. Ja, in wenigen Augenblicken geht's also los hier am Stadion an der Birkenwiese zur ersten Runde des ÖFB Samsung Cups. Diese Partie, FC Dornbirn gegen Austria Wien, die gibt's heute nicht zum ersten Mal. Die gab's insgesamt schon 7 Mal. Ein Sieg konnten die Vorarlberger für sich einfahren bei 6 Siegen von Austria Wien und einem Unentschieden.
Ja, es ist heute ein Gravin. Wir sehen es eingeblendet. Die Wiener, die führen mit 0:3 nach 45 gespielten Minuten. Sie waren ganz klar die überlegene Mannschaft. Jetzt bin ich gespannt auf die Änderung der Dornbirner. Was hat Trainer Peter Jakobetz Ihnen mitgegeben auf die nächsten 45 Minuten? Tarkan Serbes, der war vor dem Spiel ganz sicher. Nach 90 Minuten werden wir dieses Ding gewonnen haben. Bis jetzt schaut es mal sehr gut aus. Nach 45 Minuten 0:3. Alle Violetten sind da. Und beim FC Dornbirn, da bahnt sich ein Wechsel an. Franco Joppi kommt noch ins Spiel. War lange angeschlagen, kann aber wieder spielen. Er ist neu im Spiel. Und für ihn aus dem Spiel, sofern ich das richtig gesehen habe, Fabian Hasberger. War sehr offensiv, hat aber leider nichts reißen können. Und Cavallo steht am Anschlusspunkt. Franco Joppi, also neu in der Partie. Erster Wechsel, einziger Wechsel zur Pause beim FC Dornbirn. Ein offensiver Mittelfeldspieler. Sehr wertvoll für die Dornbirner. 27 Jahre alt. Hat sich durchaus einen Namen gemacht in Vorarlberg, im Vorarlberger Fußball. Ein sehr wertvoller Mann für die Vorarlberger. Es war lange nicht sicher, ob er überhaupt mitwirken kann. Für 45 Minuten reicht es offensichtlich. Und er gibt, der Jakobetz gibt ihm die Chance, sich zu beweisen gegen diesen Bundesligisten aus Wien. Und der Ball, der liegt bereit für den Freistoß, getreten von Aaron Kircher. Oh, aber schwach geschossen. De Paula kommt dazwischen. Marc Kühne mit einem neuen Versuch, aber Feldpass schwierig. Er läuft den Ball nicht. 3:0 Halbzeitstand. Die Wiener, die wollten unbedingt nach 90 Minuten dieses Spiel gewinnen. Jetzt schaut es ganz gut aus. In der 17. Minute Marco Kwasina mit dem 1:0 und Roy Kehat damit einen Doppelschlag innerhalb von 7 Minuten. In der 30. und der 37. Minute konnte er Torhüter Dominik Seiwald bezwingen und die Führung. So, Pires auf, Seiwald läuft an ihm vorbei, Seiwald fault, Pires bleibt am Ball, dreht um durch die Beine von Malin, Tor 4:0 aus Ravin. Kuchen dürfte gegessen sein. Felipe Pires mit seinem zweiten Tor. Nachdem er bereits letzten Donnerstag gegen den albanischen Erstligisten FC Kukesi in der Quali, in der zweiten Qualifikationsrunde für die UEFA Europa League getroffen hat. Da sieht man die Klasse vom Mann, der von Hoffenheim ausgeliehen war. Läuft auf Seiwald, umkurvt ihn, Seiwald noch mit einem Foul, der bleibt aber auf den Beinen und dann macht er das ganz cool. Bleibt ganz ruhig vor dem Tor, Malin kommt dazwischen. Kann den Ball aber nicht klären, bekommt ihn durch die Beine. Er könnte hier schon schießen, entscheidet sich aber für den Haken nach rechts. Aber da sieht man die Klasse eines Felipe Pires, der sehr wertvoll für die Wiener Austria ist. 4:0 steht, 46 Minuten sind gespielt. Und jetzt heißt Schadensbegrenzung für FC Dornbirn. Domik stößt gleich nach vor. Oh, spielt der Djuri durch die Beine auf die linke Seite zu Slobodan Mihajlovic. Der von einem direkten Konkurrenten aus der Regionalliga West gewechselt ist, vom FC Hart, ebenfalls aus Vorarlberg, zum FC Dornbirn gewechselt. Und heute gleich im Einsatz. Wimpichler klärt die Flanke von ihm. Ja, Ansprache hin oder her, scheint nichts gebracht zu haben. Hacikic am Ball. Wimpichler auf die rechte Seite. Pirisch steht auf der linken Seite ganz frei, muss aber, wenn dann ein hoher Ball auf ihn kommen, an der Auslinie. Allgäuer sehr weit hinten als Hattern. Jetzt geht es über links, jetzt kann es schnell gehen. Na, quasi na.
mit dem Schritt zurück und Allgäuer gewinnt den Ball und bekommt den Einwurf. Zugesprochen. Nochmal Einwurf FC Dornbirn. Und Seiwald musste viermal hinter sich greifen, konnte aber viermal nichts dagegen unternehmen. Beim Treffer Nummer 4 war einfach die Klasse von Pires zu sehen, der ihn umkurvt hat und dann sensationell gewartet hat, bis sich das Loch öffnet und Marlin durch die Beine ins Netz geschossen hat. Holzhauser jetzt im 16er. Körperlich der Größte heute auf dem Feld. Zurück auf Pires. Und der muss zurück auf Wimpichler. Filipovic. Ja, sie wissen sich momentan nicht zu helfen. Die Wiener, jeder Ball geht zurück Richtung Innenverteidigung. Die haben Zeit, die können den Ball hin und her spielen. Aber nach vor geht nichts. Das machen die Dornbirner nicht schlecht. Spielstand lässt was anders vermuten, aber sie stellen sich gut in die Räume. Und jetzt Pires. Rechts winkt ihm De Paula. Aber er entscheidet sich für den Ball auf Wimpichler, der zurück auf Vukojevic. Und jetzt wird's zum Tormann zurückgespielt. Osman Hadžikić, der Mann, der heute in ganz in Gelb auftritt. Gelbe Schuhe, gelbe Handschuhe, gelbes Trikot, gelbe Hose. Schön anzusehen. Jetzt attackieren sie etwas früher die Dornbirner, wie noch in Halbzeit 1, als man Austria Wien bis kurz nach der Mittellinie spielen ließ. Sie stehen auch etwas offensiver. Jetzt 4 Spieler des Regionalligisten, die weiter vorne stehen. Und auch Holzhauser wird gleich attackiert, aber der Austria bleibt am Ball. Kühne köpft zurück auf Seiwald. Gut gemacht. Kehrt kommt nicht durch. Kann Treffer Nummer 3 am heutigen Nachmittag nicht erzielen. Noch nicht. Ist ja noch lange genug zu spielen. 40 Minuten fast noch ohne Nachspielzeit. Oh, Pires. Gute Ballbehauptung. Holzhauser auf Daichouri, aber Kühne kommt dazwischen. Der junge Libyer, Österreicher, Doppelstaatsbürger kann den Ball nicht behaupten. Ein wertvoller Mann, ein neuer, letzte Saison ebenfalls in der Bundesliga, aber noch ausgeliehen an den SC Altach. Weiter Ball nach vor, aber Carvalho zu weit hinten und kein Problem für den Keeper der Wiener Austria. Kehrt zu Windmichler. Holzhauser auf links, da steht Pires, der steht ganz allein, der hat Platz. Allgäuer kommt kaum nach, der ist überfordert gegen so einen Superspieler. Und Taichouri, beim ersten klappt's, beim zweiten geht er nicht durch die Beine. Zurück zu Seiwald. Kircher am Ball, verteilt die Bälle sehr gut, hat ein gutes Auge, sieht immer wieder den freien Mann und kaum ein Fehlpass bis jetzt. Einwurf Dornbirn, schnell ausgeführt auf Mihajlovic. Der wird gefoult, etwas Entlastung für die Vorarlberger. Ja, dass die Austria deutlich überlegen ist, sieht man auch an der Statistik. In Halbzeit 1 waren es 71% Ballbesitz für die Veilchen. Das freut die Anhänger natürlich. Ein paar sind dabei in der ersten Runde des österreichischen Cups. Austria Wien ja Rekordsieger mit 27 Siegen.
letzte Saison war leider Ende im Halbfinale. Da gab es ein 5:2 bei Red Bull Salzburg in der Bullenarena. Nachdem man zur Pause noch 1:0 geführt hat, war dann aber Endstation im Halbfinale gegen den späteren Cupsieger Red Bull Salzburg. Salomon sucht einen Partner, zu dem er werfen kann, bietet sich niemand an. Braucht lange, aber jetzt zu Kehrt. Und Vukojevic probiert es. Seiwald mit Mühe und Not, mit der Brust bringt er den Ball irgendwie weg aus der Gefahrenzone. Nein, aus der Gefahrenzone ist er nicht. Quasi am Ball. Nach wie vor Ballbesitz aus Rewin. Aber jetzt Slobo Mihajlovic. Ein schneller Mann auf Carvalho, auf links. So, jetzt heißt es nachrücken für die Dornbirner. Aber da, das geht mühsam. Das läuft. Und hier nochmal der Schussversuch von Vukojevic. Probiert es aus, ja, 20 Metern. Und Seiwald kann irgendwie mit allen Körperteilen, die er zur Verfügung hat, den Ball klären. Kircher auf Honig. Oh, schlichter Ball von Malin auf. Ah, und da ist er, der fünfte Treffer am heutigen Nachmittag. Malin mit dem Fehlpass. Piris hat den Ball, spielt ihn auf Taichuri, und der in seinem ersten Pflichtspiel mit dem ersten Tor für die Veilchen, das freut uns ganz besonders, Ismail Taichuri Schradi mit dem ersten Treffer im ersten Spiel. Hier schöner Pass, schön gesehen, und dann hat er freie Bahn. Schaut sich das Eckhaus oben links. Gut gemacht von Pires und auch von Taichuri. Ganz gut. Ja, da sieht man, was für eine Klasse die Veilchen haben, wie überlegen sie sind. Sieht man auch am Spielstand 0:5 nach knapp 56 gespielten Minuten. Einmal quasi nach zum 1:0, dann Doppelschlag Roy Kehrt, und jetzt eben Ismail Taichuri mit dem fünften Treffer am heutigen Sonntagnachmittag. 24 Grad hat es, fein zum Spielen. Fast wolkenloser Himmel, einige wenige Wolken sind zu sehen. Gibt kaum bessere Temperaturen, ein Spiel zu bestreiten wie dieses heute. Ja, Carvalho am Abseits. Assistent Christian Riegler. Sofort die Fahne oben. Und Jäger pfeift und hört auf seinen Assistenten. Und jetzt Roy Kehrt. Domik kann ihn nicht stoppen. Es geht über links, wieder Pires. Gefällt mir sehr gut über der linken Seite. War in Halbzeit 1 etwas zentraler. Und Salomon. Kein Foul, sagt Schiedsrichter. Boah. Schauen wir uns dann die Wiederholung an, wenn sie kommt. Und jetzt Kehrt kommt nicht an den Ball. Aber Dornbirn bleibt im Ballbesitz. Manuel Honig, und der verstolpert den Ball. Hätte er links, rechts rüberspielen können zu Igor Carvalho, dem Neuzugang aus Brasilien. Und Aaron Kircher, dem geht es nicht gut. Ist laut eigenen Aussagen noch nicht zu 100% fit, will aber unbedingt spielen. Und ist enorm wichtig für die Mannschaft aus der Messestadt in Vorarlberg. Probiert es wieder über links. Aber Allgäuer dazwischen. Gut gemacht. Kircher mit dem der Seitenverlagerung. Links rüber auf Spirik, der Lichtensteiner. Und spielt auf Mihajlovic, der steht im Abseits. Riegler sieht's. Gute Leistung bis jetzt vom Schiedsrichter-Trio, sind zu loben, machen das ganz toll. Ganz junger Schiedsrichter, 31 Jahre, Christopher Jäger aus Salzburg, hat erst vor knapp 1,5 Jahren sein Debüt in der höchsten Spielklasse in Österreich gegeben. Im ÖFB Cup ist heute sein 16. Einsatz. Und jetzt ein langer Ball. Ja, aber Seiwald problemlos. Kehrt kommt nicht dran.
Dortmund spielt jetzt etwas mehr. Die Austria gibt ihnen mehr Räume, mehr Ballbesitz. Aber im Stand von 5:0 darf man das ruhig. Und Seiwald auf links. Aber Spirik kann diesen Ball nicht annehmen. So, Wechsel. Dombien. Die Nummer 7, die macht sich parat. Jonas Ramosa neu im Spiel. Und es geht Christoph Domik raus. War im zentralen Mittelfeld gemeinsam mit Aaron Kircher. Konnte nicht so viele Akzente setzen wie Aaron Kircher. Darf jetzt das Feld räumen für die letzte halbe Stunde. Also Jonas Ramosa. Und es deutet sich auch ein Wechsel bei der Austria an. Ein Doppelwechsel. Jonas Ramosa jetzt neu im Spiel, die Nummer 7. Und auch die Austria aus Wien wechselt. Die Nummer 95 da vom Platz. Felipe Pires, super Leistung heute. Und Thorsten Fink wechselt gleich dreimal. Für ihn kommt Lukas Venuto. Den Platz räumt ebenso Raphael Holzhauser. Für ihn kommt Tarkan Serbest. Und es kommt auch ein neuer Stürmer. Larry Kajode kommt ins Feld. Tarkan Serbest, neu im Spiel. Er hat gemeint, wir machen es nach 90 Minuten. Er wird recht behalten. Es steht 5-0 nach 60 gespielten Minuten. Larry Kajode ebenso neu im Spiel. Ein ganz gefährlicher Mann vorne im Sturm. Felipe Pires ist aus dem Spiel. Hat mir sehr gut gefallen. Hat das jetzt in der zweiten Halbzeit auf der linken Seite ganz ordentlich gut gemacht. Lukas Venuto nimmt seine Position auf der linken Seite ein. Larry Kajode geht in die Sturm, in die Spitze zu Marco Kvasina. Tarkan Serbest am Ball. Roike hat mit dem Fehlpass. Aber die Austria verliert den Ball wieder. Peter Filipovic musste auch seinen Platz freigeben. Ja, jetzt Spiel auf engen Raum. Einwurf Dornbirn, gut gemacht, Jonas Ramosa, der neue Mann für die Dornbirner. Hier im Bild groß zu sehen, ganz, ganz junger Mann auch. Jahre alt, Jonas Ramosa. Thomas Salomon hat die Binde übernommen von Raphael Holzhauser, er neuer Spielführer bei den Gästen, beim Bundesligisten, bei den Herren in Violett. Und in der Innenverteidigung gab es eine Umstellung. Wie gesagt, Peter Filipovic aus dem Feld und Onjen Vukojevic eine Position weiter zurück. Gerückt in die Innenverteidigung vom defensiven zentralen Mittelfeld. Jetzt also ganz, ganz hinten. Und Venuto steht im Abseits. Guter Ball von Salomon, der da mit einem leichten Kontakt den Ball weiterleitet, aber Venuto steht im Abseits. Kam ja im Winter von Grödig, die gestern ebenfalls in Vorarlberg ÖFB Cup gespielt haben in Hohenems. Auch Grödig eine Runde weiter. Aaron Kircher will den Ball behaupten. Aber Venuto trotz seiner geringen Körpergröße mit dem Kopf am Ball. Taichuri. Ja,
Peter Jakobitz, Trainer vom FC Dornbirn, meinte vor dem Spiel, dass die Chancen eher gering sind auf ein Weiterkommen. Und er hat recht, die Austria lässt ihnen wirklich gar keine Chance. Die spielen das clever, die spielen das gut. Lassen den Ball hin und her zirkulieren, wenn es nicht nach vor geht. Und Dornbirn muss heute Lehrgeld bezahlen. Die sind einfach zwei Ligen weiter unten. Und diesen Unterschied sieht man in diesem Spiel ganz besonders. Kann aber auch anders sein. Wissen wir von anderen Partien. Stichwort Ebrechtsdorf, WRC. Seitenwechsel auf Allgäuer. Der nimmt ihn mit der Brust an, aber Ball springt zu weit vor. Und neuer Versuch, Lukas Venuto, die 11. Schön hinten rein. Ganz klar ist Foul. Schiedsrichter Jäger sieht's. Ja, da geht er hinten rein. Ein Foul. Richard, nein, nicht Richard Wimplicher, Onjen Vukojevic auf Roy Kehrt. Und sie spielen wieder hinten rum. Immer wieder ein paar Ballstaffetten in der Defensive, bevor es dann über eine der beiden Seiten nach vor geht. Und dann kommt aber immer wieder ein Fehlpass. Jetzt von Tarkan Serbest, Aaron Kircher. Aber dazwischen. Neuer Versuch Dornbirn über den ersten Wechsel zur Pause. Franco Joppi, ein wichtiger Mann für die Vorarlberger. Ja, Michailovic kann da nicht zum Ball, steht im Abseits. Muss ihn rauslassen, somit Einwurf aus Trevin. Lukas Venuto. Zurück auf Richard Wimpichler. Über Tarkan Serbest, der jetzt die zentrale Position im Mittelfeld eingenommen hat. Larry Kajode, der ist ganz nach vorne gerückt in den Sturm nach seiner Einwechslung. Und Salomon etwas zentraler wie noch in Halbzeit 1. Wieder geht es über Richard Wimpichler. Ein Mann, der mir heute sehr gut gefällt. Verteilt die Bälle ganz schön von hinten raus, hat die Ruhe. Und dann Vukojevic mit einem schönen Ball auf Kehrt. Und jetzt. Oh, an dem Pfosten. War leider nichts mit seinem dritten Tor heute, am heutigen Sonntagnachmittag. Trifft leider nur den Pfosten. Seiwald springt gar nicht. Und es gibt einen Eckball. Da behauptet sich Kehrt gut im 16-Meter-Raum. Hier sehen wir es. Eine Drehung um die eigene Achse. Einmal weiter und dann an den Pfosten. Da wäre Seiwald nicht mehr dran gekommen. Und er hätte sein drittes Tor machen können, hat aber noch Zeit. Etwas mehr als 20 Minuten. Nächster Eckball aus Trevin. Und Tarkan Serbest ist mit dem Kopf da und es steht 0:6. Und es wird richtig, richtig übel für die Vorarlberger. Schöner Eckball. Und ein super Kopfball hat sehr viel Platz. Und ist mit dem Kopf zur Stelle. Tarkan Serbest, der Mann, der gerade vor kurzem eingewechselt wurde. Da sehen wir, er läuft sich frei. Ecke kommt gut. Ja, und dann steht der Dornbirner Verteidiger zu weit hinten. Kommt nicht mehr dran. Und Serbest köpfelt ein zum 0:6 nach 68 gespielten Minuten. Das hätten sich die Dornbirner anders erwünscht. Die Wiener, die Austria, die Veilchen, die natürlich erhofft. Und wieder ein Fehlpass. Wieder geht es über Ismail Taichouri.
Probiert's. Ah, geht daneben. Kein siebter Treffer. Zumindest noch nicht. Ismail Taichouri. Einmal hat er schon getroffen heute. Und er musste heute schon sechsmal hinter sich greifen. Und den Ball aus dem Netz holen. Dominik Seiwald. Kapitän und Tormann des FC Dornbirn. Mit einem weiten Abschlag nach vor. Cavallo, der kann hochspringen. Kehat, es geht wieder schnell. Kajode, schön auf Venuto. Marlin, aber ganz stark von Andreas Marlin. Das hat er wirklich gut gemacht. Kommt er an den Ball ohne Foul. Kritische Situation gegen so einen starken Spieler wie Lukas Venuto. Macht er gut. De Paula mit dem Ball in der Mitte. Kühne kann klären. Und Aaron Kircher scheint mir Müdungserscheinungen zu haben. Ist nicht ganz fit. Lag mit einer Angina noch bis vor ein paar Tagen flach. Wollte heute spielen. Er konnte aber leider nichts am bisherigen Spielverlauf ändern. Spielt die Bälle zwar sehr gut. Sieht die Räume. Aber jetzt scheint es langsam, aber sicher, dem Ende zuzugehen bei ihm. Ein Wechsel haben sie noch frei, die Dornbirner. Austria Wien hat schon dreimal gewechselt. Kajode, Venuto und Tarkan Serbest, der eben zum 6:0 getroffen hat. Sind neun Spiel gekommen. Eckball wiederum von der gleichen Seite. Austria Wien. David De Paula. Tarkan Serbest läuft sich wieder frei. Ja, läuft weiter nach hinten, hinterm 16er jetzt. Aber Ball geht in seine Richtung. Dornbirn kann klären. Und bei Dornbirn bahnt sich bald ein Wechsel an. Felix Gurschler wird ins Spiel kommen und er wird, was ich vermute, Aaron Kircher setzen im zentralen Mittelfeld. Und schöner Ball von Vukojevic auf die rechte Seite. De Paula in die Mitte. Ah, geht zu weit am Pfosten vorbei. Und dann kommt Larry Kajode nicht mehr an den Ball. Er kommt an den Ball, aber allerdings geht er weit am Tor vorbei. Spitzer Winkel, zu schwierig. Ein guter Ball von De Paula. Jawohl, so ist es. Aaron Kircher, jetzt dritter Spielerwechsel bei Dornbirn. Aaron Kircher verlässt das Feld und Felix Gurschler kommt neu für ihn. Applaus. Etwas größer wie bei den Auswechslungen zuvor. Und Felix Gurschler bekommt auch die Chance, sich zu beweisen. 18 Jahre jung ist er. Und darf jetzt im zentralen Mittelfeld neben Franco Joppi noch etwas zeigen. Honig. Honig, von Wim Bichler gestoppt, ohne Foul. Er bleibt aber liegen. Aber kann weitermachen. Ohne Problem. Es geht über links. Salomon Vukojevic. Venuto. Venuto, quirliger Spieler, ganz schnell. Kühne rutscht rein, lässt sich nicht fallen. Kajode macht's gut. Bleibt am Ball. Jetzt kommt der Schuss. Nein, ja, wenn der Schuss nicht kommt, dann ist ein Verteidiger dazwischen. In diesem Fall Roman Spirik. Wiederum Eckball aus Trevin. Hier sehen wir es nochmal. Kajode. Ball hintenrum vorbei. Schön gemacht. Schöne Einlage. Vom Nigerianer, der seit 2015 das violette Trikot überstreift. Eke Taichouri mit links. Hat letzte Saison ein Tor per einer direkten Ecke erzielt. Und zwar genau gegen den Club, gegen den er jetzt spielt. Für den er jetzt spielt. Gegen Austria Wien. Damals im Tor österreichischer Nationaltorhüter Robert Almer. Kehat probiert's. Seiwald hält. Und Vukojevic kommt nicht ganz ran mit dem Kopf. Die Haarspitzen waren dran.
Gut gemacht von Seiwald. Den Schuss von Keh hat geklärt. Trifft den Ball sehr gut. Ah, dann ist er einen Schritt zu weit rechts und Wimpichler trifft den Ball auch nicht richtig. Ja, einige Australier sind hier heute, die machen ordentlich Stimmung, die zeigen, dass sie da sind. Immer schön, wenn Gästefans mitkommen und ihrer Mannschaft dann bei so einem Sieg zusehen dürfen. Roy Kehrt über links, Kajode, da sieht man die Foul. Kurz vor dem 16er Franco Joppi fault Larry Kajode. Der will das Foul natürlich. Ja, fällt spät. Fällt sehr spät, aber Franco Joppi, es war ein Foul. Und jetzt gibt es die Chance. Freistoß, 18 Meter. Ismail Taichouri legt sich den Ball bereit. Dominik Seiwald richtet sich nochmal seine Stutzen. Und es stehen 5 Austrianer, 4 Austrianer da. Vukojevic, De Paula und Taichouri. Zweimal rechts, einmal links. Was wird's werden? Dornbirn hat in Halbzeit 1 einen Freistoß aus ähnlicher Position. Damals Aaron Kircher. Ganz schwach geschossen in die Arme von Hacikic. Schauen wir, ob es die Pfeilchen besser machen. So, De Paula oder Taichouri? Einer von beiden vermute ich. Jawohl, De Paula. Etwas übers Tor. De Paula versucht es mit rechts, aber scheitert. Da fiel was nicht, aber doch drüber. Das letzte Mal, als Dornbirn aus dem Cup ausgeschieden ist, war der Gegner ebenfalls Austria Wien. Das war in der Saison 2012-2013, damals in der zweiten Runde. Und damals war das Spiel deutlich knapper wie heute. 2:3 Endstand. Sieg für Austria Wien. Austria Wien damals ausgeschieden, beziehungsweise das Finale verloren gegen den SV Pasching mit 0:1. 2012-13 war das. Und jetzt liegt Ismail Taichouri. Taichouri scheint es etwas Ärger erwischt zu haben. Die Betreuer sind da, die Mannschaftskollegen machen sich Sorgen. Er fliegt auf den Rücken nach diesem Kopfball. Gegen Kühne war es, glaube ich. Oh, so ein Sturz. So ein Sturz auf den Rücken, der schmerzt ordentlich. Die 7, Ismail Taichouri. Einmal hat er getroffen heute und hat es offensichtlich auch auf der linken Kopfseite etwas erwischt. Wird jetzt behandelt am Seitenrand, Spiel kann weitergehen. Dornbirn im Ballbesitz. Über Marc Kühne. Carvalho springt hoch, kommt aber aus dem Abseits raus. Sprungkraft hat eine hohe. Stützt sich am eigenen Mann, am Manuel Honeck ab. Aber aus dem Abseits. Freistoß aus Trevin ausgeführt. Und Taichouri ist wieder im Feld. Er kann weitermachen. Eisspray. Etwas Eisspray drüber. Und ein Schluck Wasser. So, und Salomon mit einem Annahmefehler.
Kann auch passieren beim Stand von 0:6. Ja, Austria Wien wird in die Runde, zweite Runde einziehen. Die Auslosung dafür, die findet am 31. Juli statt. Da kann es dann schon einen anderen Gegner erwischen, wie heute die Dornbirner. Die zwar bemüht sind, aber es läuft sehr wenig. Jetzt holt sich Cavallio den Freistoß. Und der Mann, der vorher die Freistöße getreten hat, Aaron Kircher, der ist nicht mehr im Feld. Und jetzt streitet sich auch keiner darum, wer ihn schießen darf. Jetzt kommt Lukas Allgäuer, nein, Slobo Mihajlovic, von der linken Seite ganz nach rechts, um diesen Freistoß zu treten. Knapp 10 Minuten sind noch zu spielen. Etwas mehr kann Dornbirn noch den Ehrentreffer erzielen. Oder wird sogar Austria Wien noch mehr Tore erzielen und somit einen höheren Sieg einfahren. Jetzt schauen wir auf den Freistoß von Mihajlovic. Aber ganz schwach getreten. Keiner in der Mitte. Wenn einer in der Mitte gestanden wäre, wäre es nicht schlecht gewesen. So kein Problem für Hancikic, der, wenn man ihn braucht, da ist. Aber man braucht ihn halt fast kaum heute. Taichuri, jetzt sehen wir wieder, dass es ihm wieder gut geht, kann wieder attackieren, in die Mitte zieht er, aber legt den Ball zurück und Roy Kehrt wieder zurück auf Dakan Serbest. Serbest auf De Paula, der bringt sie rein. Benuta steht da, nimmt den Ball an, dann verstolpert er ihn und Ramosa ist da. Bis auf Osman Hacikic, alle Spieler in der Hälfte der Dornbirner und deutlich in der Hälfte der Dornbirner. Das zeigt die Übermacht, die die Veilchen heute haben. Sie können spielen und lassen fast, was sie wollen. Jetzt stehen die Dornbirner auch nicht mehr eng am Mann. Viel Räume für die Männer aus Wien. Wieder über rechts. David De Paula mit der Flanke. Kehrt kommt an den Ball, aber dann wird der Ball von einem Dornbirner noch ins Tor ausgeklärt. Kühne war es, glaube ich. De Paula wieder mit dem Eckball. Beim 6:0 hat es so funktioniert. In der 68. Minute De Paula Ecke, Serbes Tor. Aber der war schwächer geschossen. So. Huschler mit dem Konter. Nein, Honig. Der ist schnell. Aber Benuto auch. Es ist eine super Leistung der Veilchen bis jetzt. Die zeigen, dass mit denen zu rechnen ist, sei es im Cup oder in der Bundesliga-Saison, die dann nächste Woche beginnt. Die haben eine starke Mannschaft. Thorsten Fink, der Trainer, hat sie gut eingestellt in der Vorbereitung. Haben sich gut verstärkt. Felipe Pires heute sehr gute Partie. Taichuri gefällt mir ganz gut. Auf jeden Fall eine Alternative für eine der beiden Außenpositionen. Und mit Larry Kajode sind sie im Sturm sensationell besetzt. Abseits Venuto. Ja,
Rafael Holzhauser hat vor dem Spiel von einer Hürde gesprochen. Eine große Hürde war es nicht. 6:0 spricht für sich und die Leistung der beiden Mannschaften auch. Sieben Änderungen gab es zum Spiel vergangenen Donnerstag. Sieht man, dass Austria Wien einfach einen breiten Kader hat. Jede Position fast doppelt besetzt. Mit denen ist in Bundesliga ohne Cup zu rechnen. Und wir hoffen natürlich auch in der Europa League, dass sie diese Runde jetzt am Donnerstag, das Rückspiel in Albanien, gewinnen und weiterkommen. Und dann auch die dritte Qualifikationsrunde bestehen. Salomon mit dem Ball in die Mitte. Marlin erklärt zur Ecke. Und Seiwald fragt sich schon, was das soll. Taichuri läuft mit dem Ball zum Cornerpunkt. Entscheidet sich für die Reingabe in die Mitte. Und da kommt er zum Kopf, Richard Wimpichler. Aber etwas drüber. 85 Minuten gespielt. Wimpichler Kopfball übers Tor. Nach einer Ecke waren sie schon erfolgreich. In Minute 68. De Paula, Hereingabe in die Mitte und dann Kopfballtor Tarkan Serbest. Kurz nach seiner Einwechslung. Sie sind klar überlegen, sie sind der verdiente Sieger heute. Da müssen wir uns gar nicht streiten darüber. Dornbirn hat es versucht. Ist leider gescheitert an dem Versuch. Austria Wien spielt es ganz klug. Die spielen richtig clever heute. Als ob es die größte Selbstverständlichkeit wäre, hier eine Runde weiterzukommen. So, Ball in die Mitte. Den kommt. Carvalho kommt zum Kopfball, steht im Abseits und trifft sowieso. Nicht, dass so etwas drüber. Aber guter Ball von Kühne in die Mitte, in den Raum, wo es richtig gefährlich wird. Und da steht Salomon weit weg, aber Carvalho im Absatz. Taichuri mit dem Wechsel auf Venuto. Und der setzt sich super durch und will dann den Elfmeter. Wird weggedrängt von Kühne. Aber war wahrscheinlich zu wenig. So, De Paula kriegt den Ball nicht. Es geht über Allgäuer. Links läuft Spierig mit. Und Honig kommt nicht an den Ball. Hadžikić, kein Problem. Hat den Ball. Fehlerlose Partie des jungen Torhüters. Wie auch von den weißen Adern in Violett. Taichuri setzt sich durch. Es geht wieder über rechts. Jetzt geht es auf beiden Seiten gut. Tarkan Serbest auf Salomon. Über links. Marlin klärt. Ja, Honig ist bemüht. Rennt viel, ackert viel. Aber auch ihm will heute nichts gelingen. Es funktioniert wenig bei den Rothosen. Taichuri. Was macht er mit Kühne? Spielt er ab, macht das selber. Spierig kommt dazu. Zurück auf De Paula. Der Ball geht durch. Venuto trifft Ramosa am Hintern. Neuer Versuch. Richard Wimpichler
hat das erste Tor sensationell vorbereitet mit einem schönen Pass in die Tiefe. Taichuri auf De Paula, der schön vorbeigegangen an Spirik. Und Seiwald hält, super gemacht von De Paula und auch von Seiwald. Schön, wie er da an Spirik vorbeigeht. Freistoß aus Trevin. Da sehen wir nochmal, wie er ihn aussteigen lässt. Dann will er aufs Tor schießen, aber Seiwald ist da. Ganz gut gemacht, wirklich stark. Dieser David De Paula macht das sensationell. Aber Winkel war ziemlich spitz und Seiwald ist da. So, jetzt andere Seite, Honeck. Bleibt am Verteidiger hängen, an Vukojevic, glaube ich, war es. Und Roy Kehrt spürt seine Wade. Die reguläre Spielzeit, die ist gleich vorbei. Austria Wien, verdienter Sieger. Die haben heute einfach ihre Klasse bewiesen. Die haben gezeigt, was sie können, wie stark das sie sind. Und Christopher Jäger pfeift pünktlich ab nach 90 Minuten. Ein 0:6 Auswärtssieg in der ersten Runde des ÖFB Samsung Cup für die Wiener Austria. FC Dornbirn hat keine Chance. Zeigt auch das Ergebnis heute. Es war ein Spiel nicht auf Augenhöhe, es war ein Spiel, das ganz klar dominiert wurde von einer Mannschaft, und zwar von der Mannschaft aus der Hauptstadt, von denen Herren in Violett. Kwasina dreimal Kehrt, einmal Taichuri und einmal Peris. Das waren die Torschützen heute Nachmittag, heute Sonntagnachmittag. Es war ein super Spiel. Mit dem verdienten Sieger aus Wien. Die steigen in die zweite Runde auf. Auslosung der zweiten Runde, die ist wie gesagt am 31. Juli. Und nächste Woche, da geht es für beide Mannschaften los. Mit der Bundesliga und in der Regionalliga West. Wir verabschieden uns, sagen Dankeschön fürs Zuschauen und einen schönen Sonntagabend hier aus Dornbirn, aus dem Stadion an der Birkenwiese. Gegen die Amateure von Wacker Innsbruck stand. Anschluss in Stadion wird von dieses Tag um 18 Uhr. Zum Saisonstart gibt es heute eine Sendung mit den 17 Uhr Gästen. Wir bedanken uns heute bei allen, die ihren zahlreichen Besuch, vor allem auch bei dem tollen Medieninteresse. Herzlichen Dank allen Medienvertretern für ihren Besuch und die tolle Stimmung. Wenn Sie ein wenig hier genießen, Sie sind der Mannschaft diesen schönen Abend im Stadion und den Abschluss ist. Und die Mannschaft freut sich auf Ihren Besuch. Ansonsten wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend und eine schöne Woche. Unserem Gegner, Austria-Teams, gratulieren wir natürlich zu diesem tollen Spiel, zu diesem wunderschönen Tempo und den tollen Toren, die Sie heute hier auf der Wettermiese präsentiert haben. Wünsche ich der Mannschaft von Thorsten Kick vor allem für den kommenden Donnerstag beim Rückstieg gegen Kunzi in Tirana. Alles Gute. Schossen auf einen Aufstieg in die dritte Runde, dann geht es gegen Spartak Trnava. Aus der Slowakei oder gegen einen Gegner aus Weißrussland. Und vor allem wünschen wir Thorsten Kick alles Gute für die neue Bundesliga-Saison, die etwas am kommenden Samstag beginnt. Wir wünschen Ihnen einen guten Saisonstart gegen St. Pölten, gegen den Aufsteiger in die neue Saison. Dem Schiedsrichter-Trio und den Gästen aus Wien einen angenehmen Aufenthalt bei uns in Dornbirn und anschließend eine gute Heimreise. Herzlichen Dank nochmal an alle Besucher für das heute sehr erscheinen. Bleiben Sie noch hier, unser Gastgeber freut sich. Und beiden Mannschaften wünschen wir einen tollen Saisonauftakt in die neue Fußballsaison. Dort, hier wünsche ich noch alles Gute und herzlichen Dank für die heutige Performance und natürlich Peter Martiner für den Ton. Herzlichen Dank und allen noch einen schönen Abend an diesem wunderschönen Sonntagabend. Und noch einmal. Gratulation für die tolle Performance und auf Fanshow. Mein Service, herzlichen Dank. Wir freuen uns auf die neue Saison. Und noch einmal Dankeschön für die heutige Unterstützung.